Hallo, Tütata, wir müssen fahren hier. Hallo? Checkt ihr da was noch? Funktioniert das nicht, wenn ein Spielerbus dazwischen steht? Hallo? Hallo, da Tütata und Krankenwagen. Hallöle. Leute, da ist ein Krankenwagen. Ihr könnt jetzt nicht auf Rot oder auf Grün warten. Der wartet hier. Wie kann der hier warten? Du Arschloch! Alter, ich muss jetzt wieder die Kachel wechseln. Boah, Mensch, ey. Jetzt habe ich den nächsten gebumst. Und ich stand natürlich auf einem drauf. Ich stehe auf einem. Echt jetzt? Maul halten. Einsteigen. Hallo. Guten Tag. Wollt ihr an der zweiten Tür, wollt ihr natürlich auch noch raus, oder? Ja. Ja, war nicht vorgesehen. Da wollte keiner mehr raus. Sei still. Da ist noch grün, da ist noch grün, da ist noch grün. So. Phew. Mensch, ey, was ein Durcheinander. Also Standardfahrt bei mir. Stehen wir an der nächsten Ampel. Ich guck jetzt in die Einstellungen, ob ich die Verkehrsdichte höher habe. Ich hatte sie auf 150 oder so stehen. Aber da ist doch noch nicht so ein erheblicher. Guck sich da einer an. Ich fahre ja hier bald eine Stunde, du. Nur weil ich hier an den Ampeln stehe. Das war ja früher nie so. Irgendwas läuft hier schief. Texturen, die auf anderen Kacheln da sind, werden nicht geladen. Aber das sind keine Sachen, die keine Kasten für. Weil. Das war ja vorher nicht so. Auch auf diesem PC hier nicht. Und das liegt auch nicht daran, dass ich einen Apple-PC habe. Ein iMac, ja, es liegt auch nicht daran, dass ich Windows 10 benutze, weil es so gerne gesagt wird, nein, das liegt am OMSI. Und wo wir gerade bei OMSI sind, da fällt mir noch was ein. Fahrer Nummer 3 hat wieder zugeschlagen. Hallo Leute, ich bin's, Fahrer Nummer 3 und ich habe einen neuen Song veröffentlicht. Wir fahren die Linie 6 in Hamburg. Zumindest singe ich darüber. Mit meinem neuen Song. Ja, gut. Ich hoffe, man hat ihn erkannt. Es sollte so ein bisschen Fahrer Nummer 3 sein. Und er hat, ja, er hat einen neuen Song rausgebracht. Hamburg Hafen City Linie 6. Ja, Hamburg Linie 6 heißt da oder so. Von Fahrer Nummer 3. Einfach mal auf dem Kanal nachschauen. Und ganz ehrlich, ich finde den Song irgendwie cool. Weil der hat so ein Refrain, der nimmt dich so mit. Das ist cool. Der hat Schwung, der Song. Es ist so Country, Western, so in dem Bereich, wie das ist so sein Genre. So Trucker-Musik. Und ich finde es ehrlich gesagt echt cool. Ich finde ihn ganz cool, den Song. Und ja, ich habe den jetzt auch schon Samstag ein bisschen öfter jetzt mal wieder gehört. Ist der James drauf gestoßen tatsächlich. Auf den Song. Und ja, einfach mal angehört und witzig, für witzig befunden. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Also, hört's euch mal vielleicht mal an. Ist ganz cool. So, dann ziehen wir mal rüber. Ist wohl aktuell nicht auf Spotify erhältlich, der Song. Aber er sagt was ja natürlich wieder über die Hafen City aus, weil jetzt ist bestätigt, dass der Darius die baut. Ich weiß nicht, ob es nicht vorher auch schon bestätigt war.
Aber jetzt können wir uns da hundertprozentig sicher sein, weil ich glaube, der Fahrer Nummer 3, der singt für den Darius die Songs. Und wobei ich mich aber frage, also er singt auch von der Elbphilharmonie. Das passt zur Hafen City, weil die steht da ja. Aber er singt, ich fahre um sie, Linie 6. So, Linie 6 ist eine der Metrobuslinien. Metrobus Linie 6 verkehrt nicht in der Hafen City. Die fährt zwischen St. Pauli und der Speicherstadt. Passt irgendwie nicht ganz. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, er baut die Linie 111, weil das ist so die Hafen City Linie. Das ist, die ist mit der Fertigstellung des Viertels Hafen City oder mit halt so weit, als das Hafen City Viertel soweit war, ist die Linie gemacht worden. Die Hafen City Linie. Die 111 trägt den Spitznamen die Hafen City Linie. Und eigentlich wäre die ja super geil, wenn er die bauen würde. Aber man kann natürlich auch verstehen, wenn er sagt, ich möchte irgendwie das an die Map anknüpfen. Und ich baue deswegen die Metrobuslinie 6, weil die fährt St. Pauli, die gibt es schon, und Speicherstadt, die würde dann noch gebaut. Würde natürlich auch Sinn machen. Keine Frage. Danke. Generell kann man aber nicht viel dazu sagen, was man halt irgendwie, was einen erwartet, weil man weiß halt nichts über die Hafen City. Gut, man konnte sich auch zum Beispiel zum Dings auch relativ auf der Homepage von Darius gibt's ja eine Übersicht über alle Addons, wo er schon mitgearbeitet hat. Und da ist ja dann auch Gladbeck und Rheinhausen zu finden. Und ich weiß nicht, ob es jetzt zwei oder eine Hülle waren. Da war dann auch noch so eine Spielehülle mit so einem Fragezeichen. Und da kann man relativ sicher davon ausgehen, dass eine davon die Hafen City sein wird. Und ich bin gespannt, wie es so wird und was es so wird. Und ob es nochmal irgendwie einen Bus mit dabei gibt oder nicht so. Wird sich zeigen. Als nächster interessanter Bus, muss man tatsächlich mal sagen, den Darius ja höchstwahrscheinlich baut, kommt ja der Urbino 4. Der Urbino 18-4. Nämlich mit dem Ruhr-Addon von Kevin. Nächster Halt, Eschenburg, Ukraine. Umsteigemöglichkeit zum zur historischen Altstadt und Ukraine. Ne? Bitte hier wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, wir kommen hier leben raus. Das war doof. War da eine Ampel? Weiß ich nicht. Nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall. Der Bus wird sogar tatsächlich relativ interessant. Fragt sich nur, wie teuer und der wird und wie gut der umgesetzt sein wird. Weil wir kennen ja die Gladbeck Studios für ihre Qualität. Ich kann dich nicht aussprechen, ohne so komisch zu klingen. Gladbeck Studios Qualität. Nee, passt nicht. Nicht so gut. Na gut. Lassen wir das. Ich höre euch jetzt auf dich. Ich höre euch jetzt auf, dich zu quälen. Weißt du, ich höre euch jetzt auf, dich zu quälen. Hä? Verstehst? Was ich meine? So, wir rollen auf das Ende zu. Aber lasst euch sagen, das gibt es nicht in Nashville. Oder sie gibt es nicht in Nashville. In Brüssel und Berlin. Sie gibt es nur in Hamburg, an der Elbphilharmonie. Und Leute, die den Song schon kennen, die wissen jetzt, dass es daher ist. Jo. Er sagt die Uhr 35, dann passt das auch noch von der Zeit her. Das muss ich hier jetzt mal anhalten. So. Einen normalen Fahrschein bitte. Aber natürlich doch. Bitteschön. Danke. So, ich musste mal gerade was machen. So, hehe.
musste was bei Steam nachrecherchieren. Wegen der Todinsel. Ob das alles soweit passt. Jo. Nächster Halt, Bogenstraße. Bogenstraße. Die vorletzte Haltestelle, oder? Die vorvorletzte. Der Spiegel, der hat aber einen relativ großen Bereich, wo er nicht mehr reagiert. Reagiert nicht mehr. Reagiert nicht mehr. Reagiert. Gut, um sie ist halt... Der Bus ist halt nicht so hundertprozentig für einen Tracker gedacht. Muss ich vielleicht den Texturspeicher nochmal höher stellen bei der Grafikkarte, dass der die Textur zwar lädt, aber nur so halb? Weil ich meine, woher soll er wissen, was er laden muss, wenn er die Textur nicht hat? Dann wäre sie weiß. Er hat die Textur ja. Nee, pünktlicher ging's nicht und frecher geht's bei dir auch nicht, oder was? So, 1,20. Danke. Weil er muss ja wissen, dass die Textur muss ja da sein, weil sonst wüsste er nicht, was er da anzeigen soll. Sonst würde er ja weiß anzeigen. Dieses weiß gestrichelte oder dieses gepunktete, da deutet ja eigentlich nur auf einen Fehler hin oder auf eben halt vielleicht nicht genug Texturspeicher. Das ist... Das frage ich mir. Da kommen, gehen wir nochmal ein bisschen Gas. Ruhrwiesen. Na, da vorne ist wieder Schattau. Jetzt stehen die wahrscheinlich an der Ampel vorm Schacht Heinzmann. Aber Stau haben wir ja eigentlich auch noch relativ, auch nur noch relativ viel, weil wir haben gerade auf dem Weg zum Dortmund-Marten-S-Bahnhof. Die stehen tatsächlich an der Ampel hier am Betriebshof. Ach du Scheiße. Haben wir aktuell Baustellen. Ist doll. Macht Spaß. Wenn der Bus da immer steht und dann 5 Minuten Verspätung sammelt oder 10 Minuten. Jo, dann fahren wir weiter. Ein paar Meterchen. So. Langsam und mühsam. Ja, so ist das Leben. Jo, bewegen wir uns mal wieder ein Stückchen vor. Oh, jetzt kommen wir sogar ein ganzes Stückchen. Vorwärts kommen wir jetzt sogar hier. Na dann, aber immer noch nicht weit genug. Noch nicht weit genug. Du Scheiße. Es lädt ja noch ein Update für Dead Island. Größeres. Und er lädt gerade mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Saugeil. Ich habe Dead Island, habe ich ja immer dann bei meinen Eltern irgendwie gespielt. Oder er lädt irgendwas, ich weiß nicht, warum er da irgendwas runterlädt, weil eigentlich ist das Spiel doch kein, hat er doch kein Update mehr. Was lädt der da runter? Muss ich mal in Erfahrung bringen, der ist mir drauf gefahren. Der hatte einen Unfall mit mir, nicht ich mit dem. Ich verstehe nicht, was der jetzt runterlädt. Oder ist der doch richtig hoch? Ah. Ist das Dead Island? Ich kann es von hier nicht sehen. Ich kann es von hier nicht erspielen. Ich habe hier nur Steam offen. Und er sagt hier gerade eine Zeit, eine Downloadzeit, die nicht feierlich ist. Aber gut, schauen wir mal. Das packt mir schon. Und wenn es ein anderes Spiel ist, das werde ich ja dann nachschauen können. Wenn es ein anderes Spiel ist, dann ist das ja kein Problem. Weil das wird ja dann der Download pausiert, wenn ich das Dead Island starte. Aber egal. Wir sind jetzt gleich da. Dann ist das gut. So, guten Tag.
Für eine Station, hä? Hallo. Mecker nicht. Bloß nicht. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Hartgas auf den letzten Meter. Hartgas, wow, Party. Na, komm, Ansage. Ansage. Kommt keine. Nächste Haltestelle, Schacht Heinzmann. Damit hat dieser Bus sein Fahrziel erreicht. Sie werden gebeten, auszusteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Ihre RVAG. Und was war das für ein Soundaussetzer? Ich habe keinen Soundaussetzer. Ein Unfall. Ja, von dem Typen, der mit draufgefahren ist. Frischreut, jo! Frischreut! Ach ja, genau. Und bei American Dad gibt's diesen Fisch. Den Fisch, der früher mal ein Sachse war. Und der jetzt ein sächsischer Mensch war. Und dann ist er jetzt irgendwie durch irgendwas, ist er dann in diesen Fischkörper, einen Goldfischkörper. Und der kann sprechen. Und er spricht so sächsisch. Und das finde ich eigentlich total witzig. Ich frage mich dann immer, wie es das so im Englischen ist. Ob der da einfach nur schlecht Deutsch spricht. Oder ob der halt wirklich... oder schlecht Englisch spricht, weil er halt trotzdem Deutscher ist. Weil das ist ja bei den das Phänomen ist ja eigentlich immer so in englischen Serien oder englischen Filmen. Und da sind dann Deutsche, die sprechen dann ganz schlechten deutschen Dialekt, englischen Dialekt, Englisch mit einem ganz schlechten deutschen Akzent. Oder die sprechen Deutsch mit einem super starken englischen Akzent. Oder eben halt, wenn es dann ins Deutsche synchronisiert wird, dann sind es meistens Bayer oder Sachsen. Oder Berliner. So, das sind somit die drei meistgenutzten Dialekte. Ab und zu kann man auch mal ein bisschen Gölsch mit Ruhrpott gemixt oder so. Hört man dann auch mal, aber so die meistgenutzten Dialekte in Serien, die dann vom Englischen, wo dann Deutscher ist, der dann umsynchronisiert wird, dann ist es meistens eigentlich Assi, Estage. Mit zwei Ö. So. Wir haben es geschafft. Die Chaos war das Ende. Hui, yay, Party. Wir sind am Schacht Heinzmann eingekommen. Und zur Feier des Tages werde ich den Bus nehmen. So. Und weil die Fahrgäste so arschig waren zum Teil und ich eh schon zu spät bin, mache ich erst jetzt die Türen auf. Wir sind zu spät. Wer hätte es gedacht? Zwar 8 Minuten 21, was ich nicht auf den Fahrplan zurückführe, sondern auf die Stausituation, die war. So. Das halten wir dann auch. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Würde sagen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sag auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Bis dahin. Ciao!